Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Uncharted, die große Videospielverfilmung, die einen sehr langen Weg hinter sich hat. Was der Film genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Oh mein Gott, tut mir echt leid! Oh verdammt! Storytechnisch wird sich hier grundlegend an Handlungen aus den Videospielen orientiert, aber im Grunde ist es eigentlich eine sehr eigenständige Geschichte, weil hier auch mehrere verschiedene Versatzstücke aus den Videospielen in eine lange Geschichte gepackt werden. Und dabei geht es natürlich um Nathan Drake, seine Anfänge, wie er sozusagen ja, als Waisenjunge sehr begeistert ist von sozusagen der Schatzsucherei, aber dann später halt auch auf Sully trifft und zusammen wollen die dann einen großen Schatz finden. Das ist so die Grundstory. Das Problem ist bloß ein bisschen, dass der Film sehr, sehr viel versucht zu erklären und auch so wirklich diese Rätsel oder dass sie irgendwas herausfinden müssen, das geht irgendwie immer viel zu einfach oder ist viel zu nebensächlich erzählt. Dementsprechend, das ist schade, weil da hätte man mehr draus machen können. Die Action ist abwechslungsreich, sieht manchmal auch gar nicht so schlecht aus und das ist gut und die Charaktere sind leider so ein bisschen jünger gezeichnet. Und ich nehme es ihnen leider aber auch nicht ab, dass sie so schlau sind an manchen Stellen, um Sachen rauszukriegen, beziehungsweise das passt irgendwie nicht zu den Figuren, auch wenn die Schauspieler nur etwa 5 bis 6 Jahre älter sind, komme ich gleich noch zu. Dementsprechend ist es ein netter Abenteuerfilm, wo man sich denkt, ey, da würde ich gerne mehr im Kino von sehen, aber es wird den Spielen an manchen Stellen nicht ganz zu 100% gerecht, deswegen ist es okay, 3 von 5 Punkten, aber auch nicht überragend. Weiter geht's zum Schauspiel und da war ja im Vorfeld schon ein bisschen Kritik zu hören von den Fans. Unter anderem haben wir natürlich Tom Holland für die Rolle von Nathan Drake. Dazu kommt auch noch Sully, wo Mark Wahlberg einfach so ein Pumpertyp ist und Sully eigentlich eher dieser entspanntere Typ bzw. ja, wesentlich älter und weiser wirkt in den Videospielen und das einfach zwar 5 Jahre Unterschied sind, aber von dem rein optischen irgendwie 20 Jahre Unterschied sind. Deswegen ist das von der Besetzung her nicht ideal gewählt. Der Rest vom Cast, auch mit Antonio Banderas als Bösewicht, ist soweit in Ordnung. Da gibt es nichts zu meckern, aber die Hauptfiguren sind okay. Sie haben vielleicht darauf spekuliert, dass es so eine Buddy-Komödie wird. Ist es nicht ganz geworden, deswegen nur okayisch 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zur Technik. Da muss man sagen, sieht alles relativ gut aus. Die Effekte sind größtenteils auf einem Niveau, dass man sagen kann, ey, das sieht schön aus, da kann man sich gut reinziehen lassen und sie sind nicht unterirdisch. Das auf jeden Fall nicht, aber es würde natürlich besser gehen. Also so ein Marvel-Film hat an einigen Stellen deutlich hochwertigere Effekte, aber es sieht insgesamt soweit okay aus. Es gibt nichts, wo ich sage, das geht jetzt mal gar nicht. Alles soweit solide, manchmal sieht man den Greenscreen ein bisschen, aber auch kameratechnisch schöne Abwechslung, okay, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Uncharted hat mich ein bisschen enttäuscht, weil es von der starken Erzählweise aus den Videospielen nicht ganz das in den Film geschafft hat. Das ist schade. Auf der anderen Seite haben wir aber eine gute, unterhaltsame Action. Der Film ist vielleicht insgesamt ein bisschen zu lang, weil halt eine Geschichte von 6 bis 10 Stunden Spielzeit, je nachdem, welchen Teil der Videospielreihe man nimmt, hier in etwa knappe 2 Stunden gepackt werden. Ist das so ein bisschen gehetzt an manchen Stellen und wirkt überladen, deswegen auch so viel Erklärbärstrecke. Aber sonst insgesamt ganz nett. Fans vielleicht Erwartungen ein bisschen runterschrauben, weil sie nicht so gut sind wie die Videospiele und ja, vor allem, weil der Hauptcast nicht so ideal besetzt ist. Aber sonst insgesamt in Ordnung, kann man nicht meckern. Vor allem Abenteuerfilme hat man lange nicht mehr im Kino gehabt, so gefühlt. Gerne mehr davon, da habe ich immer Bock irgendwie drauf. Dementsprechend 3 von 5 Punkten, insgesamt 12 von 20 Punkten ist okay, kann man sich definitiv im Kino anschauen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiter zocken. Ciao!